Aber ich glaube, ich laufe hier noch einmal durch. Vielleicht bis Level 31. Wäre nicht Schande, wenn jetzt unser EP-Bonus da verloren geht. In den unteren Level macht das doch sehr viel aus, wenn man da die paar Minuten länger hier bleibt. So langsam sind wir hier auch vom Level her zu hoch für das Gebiet.
Vielleicht laufe ich jetzt einfach auch hier durch den Fluss und nimm noch die mit, die wir bekommen können auf dem Weg zu dem Boss. Weil die laufen mittlerweile auch schon nicht mehr wirklich uns hinterher. Außer sie werden angegriffen. Was das Ganze ein bisschen verkompliziert. Weil sonst könnte man hier einfach im Kreis laufen und die einsammeln. So wie die drei jetzt hier. Aber wenn man ein bestimmtes Level überschreitet hat, dann bleiben die halt einfach stehen und greifen noch nicht mal von sich aus an. Also nur die Roten, die bekommen wir so gefangen. Die anderen, die müssen wir wirklich treffen. Na komm, kletter. Da ist der Boss. Okay. Das ist eine große Kröte. Das sollte aber jetzt mit den die Waffen auch relativ zügig gehen. Und das war der Boss, der Titum. Boss, Prinz der Fugan, Titum. Es gibt wieder einen Inventarplatz. Und dann schickt er uns zurück nach Gliech. Sollte wirklich gleich mal das Inventar aufräumen, wenn wir dann in der Burg sind. Die laufen wirklich nicht mehr hinterher. Ein Level bekommen wir doch noch, oder? Mal schauen, vielleicht bekommen wir ja schon den nächsten Teil Quest bis dahin. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, die 30er Kiste könnte man jetzt auch gleich öffnen. Very nice to meet you. Spooky place, right? You need to be even more wary in such a place.
find out who was behind the ambush. I don't think the folks here are going to welcome us with open arms. Nochmal aus der Ego-Perspektive. Im Moment ist es hier am Regnen. Ups. Ja, zu viele Richtungswechsel. Zu viele schnelle Richtungswechsel. Ich zoome wieder ganz raus. Und weiter. Ich glaube, da wird jetzt gleich die Season Quest sich gemeldet haben. Genau. Nee, noch nicht. Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal mit dem Schwarzgeist reden, mache ich einfach mal plaudern. Nein. Also laufen wir mal wieder zu Isobel in Heide. Irgendwie sieht das gerade schon sehr schön aus mit der roten Sonne.